Hallo Freunde des gepflegten Videospiels und willkommen zurück zu einem neuen Part von God of War Ragnarök. Jo, letzte Woche sind wir hier bei dieser Bahn, Zug, was auch immer das sein soll, stehen geblieben. Und wir werden da jetzt einfach gleich mal drauf hüpfen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Nicht allzu stressig gewesen. Oha, der läuft mit Wasser. Auch nicht schlecht. Oh, wie geil, das ist ja wie eine Achterbahn. Heimdall, diesen Namen will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrli, er musste es gar nicht sagen. Es war ihm ins Gesicht geschrieben. Oder eingebrannt. In seinen Kopf. Er hat das in Dürrlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Odin. Ja. Und der Träger des Gjallarhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Es schade, dass da vorne diese Eisenplatte ist, dass man nichts sieht. Wir sind wohl da. Na los. Hier lang. Da ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Die Schmiede. Gut, schauen wir uns mal kurz um. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Okay. Vielleicht ist hier zu finden unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Sobald Tyr frei ist und wieder Kriegsgott sein kann, hat Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das sein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Okay, ich hasse diese fliegenden Raben. Galva. Zu früh. Zu spät. Ach, herrlich. Aber jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr gut. Okay, aber was hat das mit dem goldenen Kompass auf sich? Eine Bombe. Ausgeschaltet, aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg, dem Erbauer der großen Halle Lir. Drei von sechs Artefakten, okay. Was hat's damit auf sich? Oha. Wo sind die? Da ist einmal einer, okay. Spezialausrüstung. Okay. Ich glaube, das funktioniert nicht, Bruder. Kommen wir später wieder. Wir müssen Tier finden. Kommen wir interessant. Später. Höchst interessant. Was haben wir da? Axiber. So.
Wow, ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Hey, ich frage mich... Vater, Vorsicht! Okay. Es war gut, Achtung! Wow. What the Oh, meine Fresse. Okay, das ist nicht gut. Irgendwo. Okay, beruhig dich, Alter. Oh, shit. Bleiben wir wachsam. Hier könnten noch andere sein. Hat dieser Drecki den von ihnen getötet? Wenn ja, dann hat ihre Aggression sie beide getötet. Das war eine tödliche Kombo, ja. Sehr schön, wir haben endlich Material gefunden, dass wir die Chaosklinge mal verbessern können. Aber ich verstehe noch immer nicht, wieso der Kompass golden ist. Ah, da geht's rauf zur Schmiede, okay. Da unten, ich sehe eine Mine. Davon muss Düdling gesprochen haben. Auf der linken Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Vater, was wenn ein Krieg gegen Odin nicht allein Tyrs Kampf ist, sondern auch unserer? Krieg ist nicht der einzige Weg. Okay. Da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Ich will erst noch. Wir sind Götter. Bessere Götter. Wir wollen Ragnarök aufhalten. Leuten helfen. Und was, wenn dafür ein Krieg nötig ist? Atreus.
Ja, wahrscheinlich können wir da jetzt noch nicht hin. Was steht da? Schmiede voraus. Na, da sieh mal einer an. Da ist zu. Da ist zu. Okay, wir haben da oben eine Hütte, oder kommen wir nicht hin? Zur Schmiede geht's auch gerade nicht weiter. Oha, was haben wir da? Gut, also. Naja. Macht keinen Unterschied. Dann schauen wir einfach mal, dass wir zu diesen Schienen runterkommen. Oha. Oha, oha, oha. Interessant, wir haben hier diese blauen Zeichen. Aber wir kommen nicht rüber. Dann kommen wir vielleicht von der Seite rüber. Ja, wie geil. Geschmiedetes Eisen, sehr schön, sehr schön. Immer nur her damit. Gut. Ne, da lang. Die Scheusale kommen von dieser Säule. Sieht aus wie ein Nest. Rechte Seite, Vater. Hätten wir das auch einmal. Was liegt denn da? Ein Troll? Irgendwas in der Art auf jeden Fall. Wow, ist das Ding klein. Gut, wir müssen nach links. Warte, links von mir. Mach weiter. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Ja, das war's. Runde 2, dann mal los.
Oh Mann, das war sowas von unnötig. Bereit, wenn du es bist. Ah ja, nur kein Stress. Lass doch mal kurz da oben schauen. Wo sind wir da jetzt? Ah, okay. Ja, genau, da ist das Herz. Wir sind von da hinten gekommen. Ja, genau. Gut, sonst gibt's eh nichts. Na dann, auf geht's. Das Krankenjunge gab dir einen Stein. Kraken? Oh, Tina? Ja, der ist voller Algen. Ich dachte, wir zeigen ihm Brock und Sindri, wenn wir zurück sind. Hier. Ja, also, wir suchen hier nach Tyr, weil wir Odi nicht trauen, richtig? Wenn man drüber nachdenkt, könnte Krieg... Oh, oh. Links von dir! Von rechts! Sag mir wann! Atreus, such nach einer Bremse für den Zug! Da müsste sowas wie ein Hebel sein! Hab ihn! Die Bremse klemmt! Los, versuch es weiter! Vater! Stopp den Zug! Ich glaube, sie wird... Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Steh auf! Vater! Wow. Ein Troll? Ach, da ist noch so eine Krähe. Okay. Hinter dir! Den Weg können wir nicht gehen. Wir müssen den Weg gehen. Das war krass. Alles davon. Ja, du sagst es, Junge. Okay. Treffer!
Über dir, Kratos! Okay, ja, dann haben wir noch, aber wo? Ah, da oben. Sehr gut. So, das war's aber noch nicht. Okay. Kalva! Okay, keinen Bock auf die Kacke. Der Wetzstein der Nachtschlechterin. Im Widerstand sind die offensichtlichsten Methoden manchmal die besten. Er ist alt. Nicht länger von Nutzen. Aber genug von dir. Ich spreche über den Wetzstein. Das wär's jetzt gewesen. Okay. Ich hasse diese Viecher, habe ich das schon gesagt? So, da war ja vorher bei dem Kampf auch irgendwo noch eine Truhe. Ja, genau da. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Okay. Ja, das wäre vorher bei dem Kampf recht nützlich gewesen, aber ja, nicht zwingend notwendig. Nur ein bisschen Hacksilber. Was ein Mundwerk im Zug, Junge. Das ist nur ein Wort. Brock sagt ganz andere. Das Wort ist egal. Du hast die Kontrolle verloren. Wir sind gefallen. Durch die Luft. Ich dachte, wir sterben. Und du wolltest wirklich, dass das dein letztes Wort ist? Nein.
Wenn es schwierig wird, hilft Panik nicht weiter. Nutze das. Es kann dir helfen. Von da kommen wir, oder? Offensichtlich doch nicht. Da, auf dem Boden. Sheen. Wir müssen in die Mine führen. Wir müssen dran vorbei. Wasser den Kran an, der die Ladung hält. Hey, es fließt kein Wasser mehr in den Thron. Geschafft! Lass uns rübergehen. Links von der Truhe ist eine Feuerschale. Willst du die anzünden? Ich wette, es sind noch mehr in der Nähe. Lass sie uns finden, ja? Rohleder, Mist. Ich brauche Eisen. Oh. Klar. Aber wir müssen zuerst darüber das entzünden. Das wir lesen. Steht Kooperative in Anführungszeichen. Zurück. Einfrieren. Und entzünden. Sehr gut. Sehr schön, Rage ist wieder erhöht. Vielleicht dran, wenn du mir hilfst. Wieso ist da ein Schloss? Gut, ich gehe rüber, um besser zu sehen. Vater! Hier oben ist ein Tor, das zum Eingang der Mine führt. Kommst du? Ich brauche Hilfe beim Heben. Wenn. Ja, kommst du, ist gut gesagt. Komm schon, spring einfach. Deine Knie sind nicht so kaputt. Atreus. Kannst du es einfrieren? Hoffentlich schaffst du den Sprung. Noch einer von diesen Holztrügen. Wie die Zwerge bloß auf solche Ideen gekommen sind. Tja,
Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Okay. Auch interessant, ja. Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Tu nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch streitest du es nicht ab. Brüder, können wir das eine Weile sein lassen, ne? Du hebst auf deiner Seite. Ich auf meiner. Schwerer als gedacht. Danke. Dann weiter. Okay, er will in die Richtung. Wir werden uns aber vorher noch da umschauen. Das geht anscheinend nur von der anderen Seite. Sieht aus, als wäre das Dürtel ins Mineneingang. Tja, das ist ja her. Ich habe noch etwas für euch. Sindri! Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese nun. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's! Danke, Sindri. Moment, was meinst du mit im Dunkeln lauert? Weg, Iso. So, ich schaue jetzt vorher noch da nach hinten. Vorsicht! Ach, da oben. Das war's noch nicht, oder? Na, da oben ist noch einer. Das ist Drecksvieh, ey. Das war knapp. So, aber sie haben mich abgelenkt. Ich wollte eigentlich schauen, was da hinten ist. Und ich sehe, ich bin über der Zeit. Wir werden für heute dicht machen. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Interessant. Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen. Leider. Gut, meine Freunde. Für heute war's das mal. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da.
Verzeihung. Und wenn auch mein Content gefällt, Abo wäre nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.